Aber sonst hast du keine Wünsche, ne? Mittelpunkt. Muss ich da jetzt vielleicht da drauf drücken? Aha. Das muss der Mittelpunkt des Scheidewegs sein. Ja. Dies ist der Ort, an dem jede Seele ihren letzten Piratenpfad einschlagen muss. Zur Wahl stehen Beerschung des Fechtkampfs, Diebstahls oder der Schatzsuche. Sehr piratisch. Okay, und wie komme ich da jeweils hin? Das ist der Mittelpunkt. Ich kann jetzt auch toter Baum. Kann ich noch was anderes anklicken? Tja. Kann ich mit dem Boot jetzt eigentlich nochmal fahren? Theoretisch, weil ich denke mal, dass wir uns den Hund wahrscheinlich hier nochmal krallen müssen. Ah, Scheideweg. So, wo sind wir denn? Tor? Diebesviersteck, Mittelpunkt. Denn Schwertkampf haben wir, Schatzsuche und das Diebesversteck. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, deswegen ist hier so eine... Was ist das, eine Ampel? Ich würde erstmal gucken, vielleicht gehen wir erstmal zum Diebesversteck oder... Nee, wir machen erstmal Schwertkampf. Morgen! Oh, das ist irgendwie traurig, jetzt bin ich doch nicht traurig. So richtig gut fand ich sie nie, aber das muss nun wirklich nicht sein. Ich kann sie nicht anvisieren. Mast. Kann ich da hochklettern? Ah, okay. Wir müssen wir gegen Morgan vielleicht fechten oder sowas? So ein Beleidigungsfechten, so à la Monkey Island 3. Oh. Morgan? Ahoi, Matrose! Noch so ein Schwertkämpfer, der mich auf ein Leben im Jenseits voller säbelrasselnder Gefechte herausfordern will. Nun denn, zeig, was du kannst! Gott sei Dank geht es dir gut! Heda, ich rede mit dir! Meint, ne? Ja, mir geht es gut. Ich bin tot. Und du offenbar auch, also hau ab! Tja, es wird dich freuen zu hören, dass ich deinen Mörder ausgelöscht habe. Du hast LeChuck getötet? Was? Der Tod muss dir die Birne vernebelt haben. LeChuck hat mich um die Ecke gebracht. Bei dir war's der Singe. Hallo? Bin Schwertkämpfer, suche Herausforderung. Der Singe? Aber du hast doch gesagt... Na, großartig. Meine große Chance, Dankbarkeit zu zeigen, und Mr. Mächtiger Pirat schaltet bei meinem Todesröcheln auf Durchzug. Aber... Und dann besudelt er auch noch meinen Ruf als schlagkräftige Piratenjägerin, indem er andeutet, ich könne eine toupet-tragende, milchgesichtige Knalltüte wie die Singe nicht mit verbundenen Augen schlagen. Wie bitte? Gott, bin ich deprimiert. Hör mal, ich habe nicht vor, hier im Land der Gänsehaut zu bleiben. Ich habe noch ein Hühnchen mit LeChuck zu rupfen und meine Frau ist immer noch in Gefahr. Ich werde vermutlich Hilfe brauchen, um von hier wegzukommen. Und du bist meine einzige Freundin. Vergiss es. Ich bin eine nichtsnutzige, hinterhältige Verräterin mit Kommunikationsproblemen. Ich verdiene es nicht einmal, deine Freundin zu sein. Niemand? Oh. Du musst nur mal wieder ein Schwert in die Hand nehmen. Hier, nimm und tritt gegen mich an. Nein, ich kämpfe nicht gegen jemanden Unbewaffneten. Ich bin bewaffnet. Na los, kämpfe, kämpfe! Nun, ich bin noch nicht fertig mit dir, Fräulein. Ich komme wieder. Na schön, ich warte dann da drüben so lange. Okay, kann ich jetzt noch mit ihr reden? Morgan? Komm schon, wieso kämpfst du nicht gegen mich? Wozu? Du hast ja nicht mal ein Schwert. Ich besitze immer noch meinen messerscharfen Verstand. Prima, versuch's doch mal bei dem. Der will sich mit uns anlegen. So, mal gucken. Geisterschwert, Schwertkämpfer. Kann ich damit was machen? Verzeihung, kann ich mir das mal borgen? Dankeschön, sehr nett. Hey, LeChuck hat das nicht ohne Grund in mich gebohrt. LeChuck? Hey, er hatte es auf mich abgesehen, nachdem meine Kameraden und ich ihm irgend so eine goldene Schildkröte abgenommen hatten. Er schlug mir den Kopf ab und bat mich, es so lange zu halten. In deinem abgeschlagenen Kopf? Ja. Ach, vermutlich wollte er mich einfach nur kalt machen, oder? Würde ich sagen. Hey, das leuchtet ein. Nein, er wollte natürlich, boah, wie immer, nett sein. So, funktioniert das jetzt? Aber noch ein zweites Schwert? Auf, Mo! Na schön, Mo. Jawohl! Endlich kommen wir zur Sache! Nicht du, ich bin dabei!
Ich hatte mal einen Hund, der schlauer war als du. Es ist hoffnungslos. Und ich war mal bei dem größten Schwertkämpfer der Karibik in der Lehre. Er muss dir alles beigebracht haben, was du weißt. Naja, Hunde sind auch sehr kluge Tiere. Nun, das erklärt dein Flohproblem. Du bist ja außergewöhnlich begabter Schwertkämpfer. Blick mal, jetzt bin ich nicht ganz durcheinander. Würdet ihr beide das noch einmal sagen? Machen wir mal. Augenblick mal, jetzt bin ich ganz durcheinander. Würdet ihr beiden das noch einmal sagen? Ich hatte mal einen Hund, der schlauer war als du. Es ist hoffnungslos. Und ich war mal bei dem größten Schwertkämpfer der Karibik in der Lehre. Dann wird dir das ganz gut passen. Oder? Weil das Flohproblem passt nicht, weil damit, ich glaube, wir müssen sie aufmuntern und ihn beleidigen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich denke, der erste Satz passt am besten, weil wir sie damit aufmuntern und ihn nicht so richtig, oder? Er muss dir alles beigebracht haben, was du weißt. Gute Begründung. Ich bin als Versagerin gestorben. Dabei war es immer mein Traum, einmal die größte Piratenjägerin aller Zeiten zu werden. Mir kommt's hoch. Ex. Sagst du etwas nichts, sonst fange ich auch noch an, mich zu erbrechen. Ich finde, du hast deinen Job verdammt gut gemacht. Ich wette, das denken die Leute über dich auch. Augenblick mal, jetzt bin ich ganz durcheinander. Ihm kommt's hoch und sie ist immer noch deprimiert. Also das wird ja gar nicht passen. Ich finde, du hast deinen Job gut gemacht. Was das aber mit dem anderen zu tun haben soll... Ich versuch's da damit. Ich finde, du hast nicht. Deinen Job verdammt gut gemacht. Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Ha, was für eine maue Beleidigung. Was? Nein, ich dachte, ich spreche mit der Dame. Hey, das wäre eine sogar noch bessere Retourkutsche gewesen. Aber dazu ist es jetzt zu spät. Ich habe gewonnen. Aber... Wenn er gewonnen hat, muss ich verloren haben. Oh, also wirklich, ich muss ihn beleidigen und sie aufmuntern. Es geht ja schon gar nicht schlimmer. Versuchen wir es nochmal. En garde! Touché! Na schön. Ja! Yeah. Da saß ich raushalten. Ich bin der verschlagenste Pirat der sieben Weltmeere. Weißt du, wie hoch mein IQ ist, Junge? Jetzt mal im Ernst. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fies als Mensch bin ich? Oh Gott, ich würde sagen, volle Punktzahl. Das würde sie aber, glaube ich, deprimieren. Wie kannst du das nicht selber ausrechnen? Minus 1, wenn überhaupt. Würde das nicht ganz gut passen? Ich muss noch mal hören, was Augenblick der Erste mal. Gesagt jetzt hat. Bin ich ganz durcheinander. Würdet ihr beiden das noch einmal sagen? Ich bin der verschlagenste Pirat der sieben Weltmeere. Weißt du, wie hoch mein IQ ist, Junge? Ja, jetzt mal im Ernst. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fies als Mensch bin ich? Da würde ich sagen, da passt am besten minus 1. Weil damit ermuntern wir sie, weil sie halt kein schlechter Mensch ist. Und den kopflosen Typen da, den sagen wir, dass sein IQ minus 1 ist. Und beleidigen damit. Passt. Das müsste das sein. Minus 1, wenn überhaupt. Ich bin als Versagerin gestorben. Dabei war es immer mein Traum, einmal die größte Piratenjägerin aller Zeiten zu werden. Mir kommt's hoch. So, da haben wir... Das war falsch mit dem Job. Ex, sag so etwas nicht, sonst fange ich auch noch an, mich zu erbrechen. Das könnte eventuell passen. Obwohl, das könnte ganz gut zu ihm passen, ne? Zu dem Schwertkämpfer, weil er sagt, mir kommt's hoch, ne? Wenn wir an ihn denken, dann kommt es uns auch hoch. Aber passt das zu ihr? Augenblick mal, jetzt bin ich ganz durcheinander. Würdet ihr beiden das noch einmal sagen? Ich bin als Versagerin gestorben. Dabei war es immer mein Traum, einmal die größte Piratenjägerin aller Zeiten zu werden. Mir kommt's hoch. Tja, das könnte eventuell passen. Ich würde das mal probieren. Ich wette, das denken die Leute über dich auch. Ja. Oder? Schon winzigere Männer sind von meiner unverkennbar männlichen Prahlerei erschaudert. Ich führe dieses Schwert wie ein kleiner dummer Junge. Glauben Sie mir, Sie sind kein kleiner Junge. Glaub mir, du bist Weib durch und durch. Das
Das würde ich erst gut passen als Beleidigung. Für ihn auf jeden Fall. Ach, und deswegen gehst du so komisch? Ich dachte, es seien nur Blähungen. Das würde sie, glaube ich, nicht aufmuntern. Ich tendiere gerade zu dem zweiten. Ich höre mir das nochmal an, ganz kurz. Augenblick mal, jetzt bin ich ganz durcheinander. Würdet ihr beiden das noch einmal sagen? Schon winzigere Männer sind von meiner unverkennbar männlichen Prahlerei erschaudert. Ich führe dieses Schwert wie ein kleiner dummer Junge. Ja, ich bin überzeugt, das könnte richtig Glaub mir, sein. Glaub mir, du bist Weib durch und durch. Weißt du was? Du hast recht. Ich war eine verflixt gute Piratenjägerin. Klar habe ich ein paar blöde Entscheidungen getroffen und an meiner Ausdrucksweise sollte ich womöglich noch ein wenig feilen. Aber solange wir beide hier auf dem Scheideweg sind, kann ich es immer noch wieder gut machen. Genau. Mit meiner Schlagfertigkeit nimmt's keiner auf. Ich schon, wenn du nicht so einen Mundgeruch hättest. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass du es drauf hast, Schätzchen. Jetzt können mein Schädel und ich nach vorn blicken. Und du darfst die Wächterin spielen. Und das so lange, bis jemand kommt und dich herausfordert. Ja, von wegen. Das ist dein Bier. Und ich mache mich jetzt auf, mir meinen Weg durch dieses endlos nasse Grab zu kämpfen. Weißt du was? Ich denke, ich werde hierbleiben und mir eine Weile die Schwachen und Unwürdigen zu Gemüte führen. Ich wusste, du würdest es schaffen, Mo. Hör mal, tut mir wirklich leid, wie ich dich hintergangen habe. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, nur raus damit. So, das ist ja super. Jetzt hat sie ihre Berufung hier gefunden, vermute ich mal. Können wir noch irgendwas... Was war das? Ausleger, da kommen wir bestimmt wieder zurück. Kann man noch irgendwas mit ihr bequatschen? Hey, oder du! Was, das? Was gibt's? Ich habe eine Idee, wie wir hier wegkommen. Ich habe eine Idee, wie wir hier wegkommen. Guybrush, vergiss es. Wir sind tot. Ja, aber LeChuck ist es bereits einmal mit einem Voodoo-Zauber gelungen. Ich muss ihn einfach nur auftreiben. Tatsächlich? Es besteht die Möglichkeit, dass ich in die Welt der Lebenden zurückkehren und weiterhin Kesseltreiben auf Piraten veranstalten kann? Anwesende ausgeschlossen natürlich. Scheint so. Also, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Gut, okay. Bist du sicher, dass du es... Dass es nicht der Cinch war, der dich umgebracht hat? Ich dachte tatsächlich, hat sie nicht auch... Nee, ich weiß es gar nicht mehr, wie das gewesen ist. Aber scheint wohl nicht der Cinch gewesen zu sein, obwohl man es hätte ihm gut zutrauen können. Bist du sicher, dass es nicht der Cinch war, der dich getötet hat? Er tut jedenfalls ganz schuldbewusst. Hast du meine letzten Worte nicht gehört? Ich habe doch eindeutig gesagt, trau auf keinen Fall LeChuck. Er hat einen Haufen Affen hypnotisiert und mich mit meiner eigenen Klinge durchbohrt. Seltsam. Ich habe dich sagen hören, der Cinch, dieser Drecksack, ich habe seine Frisur kritisiert und er tötete mich und rannte hinfort. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass du damals eine Menge Blut gespuckt hast. Vielleicht ist also bei der Übersetzung etwas verloren gegangen. Ich überlege gerade, was sie gesagt hat. Also, was er erzählt, auf jeden Fall nicht. Aber, naja, gut. Hat Galeb dir auch ein Foto von deinem Geist am Scheideweg verkauft? Er hat's versucht, aber ich hasse es, wenn man mich fotografiert. Ist schlecht fürs Geschäft. Kann ich gut verstehen, ich mag das auch nicht. Es klingt aber so, als hätte er seine Kamera wieder hinbekommen, als du hier durchgekommen bist. Als du übergetreten bist, hing daneben da auch an einem seidenen Faden. Mal gucken, ob sie ihren seidenen Faden noch Sag hat. Sag mal, als du hierher gekommen bist, hing dein Leben da auch noch an einem seidenen Faden? An einem seidenen Faden? Nein, aber bei dir scheint mir das plausibel, bei allem, was du zurückgelassen hast. Tja, was war dir wichtig, als du noch am Leben warst? Was würdest du sagen, war für dich das Wichtigste, als du noch am Leben warst? Meine Unabhängigkeit vermutlich. Ich war gern meine eigene Herrin. Und das ist immer noch so. Ja, gut. Nicht weglaufen, nicht ne, weglaufen. Schätzelein? Ich glaube nicht, dass ich das darf. So, okay. Ja, das ist natürlich Viel Glück beim Schwertkampf. Ne? Ich bin bald wieder da. Der Tod ist jetzt nicht nur unbedingt oder ein leichtes Thema tatsächlich. So, damit haben wir, glaube ich, das erste erledigt. Können wir das auf der Karte erkennen? Nee, ich dachte, es leuchtet vielleicht jetzt grün. Schatzsuche. Schwarzsuche. Schätze! Oder da steht nicht Schätze, steht Schatze. Schatze, so viel sie ausgraben können. Wow.
Ach. Den kennen wir doch. War das nicht dieser Puppen-Ninja? Nee, da war das auch. Wow, da drin ist der Traum eines jeden Schatzsuchers. Yay. Ei, Seemann, greif zu. Wenn es jemals einen Schatz in deinem Leben gab, den du abstauben solltest, dann buddel man zu und er gehört dir. Die Goldmünzen, ich glaube, wir hatten das schon mal, dass wir die Goldmünzen in der Art auch in der Seekuh hatten. Oh, da hinten sind noch ganz viele, über diese kleinen Häufchen. Die sehen aus wie Zitronenscheiben. Ich glaube, das habe ich da auch schon mal gesagt, aber die sehen wirklich aus wie Zitronenscheiben. So, Boden voller Kreuze, jede Menge Schatztruhen und jede Menge Schatz. Aber egal, wie viel Geld man hier unten hat, ich glaube, das hat keine Bedeutung. Oder sogar ein goldener Anhänger. Anhänger, Anker. Juwelenbesetzte Anhänger. Wir reden erst mit dem Schatzsucher. Grüße, mein ebenso toter Freund. Ich bin Guybrush Threepwood. Ja, ich weiß, wer du bist. Ach, wow. Ich wusste zwar, dass ich auf dem besten Weg war, berühmt zu werden, aber dass sich meine Geschichten sogar bis ins Jenseits herumsprechen würden. Ha. Von wegen Geschichten. Wir sind uns bereits auf Spoon Isle begegnet. Ah ja, du warst einer der Kerle, die versucht haben, LeChuck zu verkloppen. Wie ist es dir dabei ergangen? Das frage ich dich, Schlauberger. Ui.